Wir müssen Sachen finden. Eine Brille. Pulver. Nee. Blauer Kristall. Ein Tintenfässchen. Ah, Pulver. Eine Garnspule. Eine Gabel. Ja, so eine Fleischgabel. Was brauchen wir denn noch? Eine Nagelfeile. Oder eine Schmetterlingshaarnadel. Ein Fächer, okay. Da haben wir die Pfeile. Es fehlt nur noch der Schmetterling. Und den haben wir auch. So, und was soll ich jetzt mit dem blauen Kristall? Ach, bestimmt da. Interessantes Schloss. Was zur Hölle? Blauer Kristall. Das Feuer. Das Wasser. Ah, das Wasser. Die Sonne. Ein vierblättriges Kleeblatt. Das heißt bestimmt. Was für eine schöne Vase. Finde ich auch. Das Monogramm des Macherordens. Ja, okay. Ich benötige einen richtigen Schlüssel. Abgeschlossen. Eiserne Klauen halten den Kristall umklammert. Wie soll ich denn da bloß den da bloß herausbekommen? Was sollte das denn bezwecken? Okay, gibt's hier vielleicht noch mehr? Das Buch, die Geschichte magischer Gläser. Das ist aber ein ungewöhnliches Fresko. Ja, wie sollst du denn da rausbekommen? Vielleicht einfach rausnehmen? Ich weiß ja nicht. Mal gucken, was kann denn die Vase so Schönes? Wow, da ist ein Versteck. Ja, nice one. Okay, das ist wahrscheinlich die Sonne. Jo. Okay, wir brauchen jetzt noch den grünen Stein. Also entweder ist der irgendwie oben oder er ist wirklich woanders. Wahrscheinlich doch woanders. Er wird mir wohl kaum etwas Neues sagen. Gib mir mal einen Hinweis. Was ist das? Dieses Ding lässt sich drehen. Interessant. Okay, jetzt den Dinger da raus. Nee, irgendwie nicht. Was hat denn das jetzt gebracht? Oh. Okay. Hat quasi eine weitere Schublade geöffnet. So. Stimmt. Zwecklos. Aua. Hammer geil. Das Monogramm ist ein Schalter. Das hätte ich nie gedacht. Ja, wer hätte das gedacht? Okay, roter Kristall rein und dann öffnen wir die Tür. Zu
Zu dumm, hier ist kein Portal, aber wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Es sind noch zwei Räume übrig. Ich könnte zum Beispiel hier nach dem Schlüssel suchen. Okay. Erstmal eine Panflöte, das ist doch mal was Tolles. Und eine Schriftrolle. Ein Brieföffner. Ach du Heilige. Ein Pilz oder so. Spielkarten. Ne, Tarotkarten. Ein Knochen. Ein Feenstab. Aha. Was brauchen wir noch? Ein Besen, Hexenhut, Kristallkugel. Und Glasscherbe. Eins, zwei. Glasscherben. Das Buch über Pflanzen mit seltsamen Namen. Oh ja, hier steht Trank der Wiederherstellung in der Flasche. Ist wohl. In der Flasche ist wohl, was auf dem Etikett steht. So. Was für ein interessantes kleines Feuer. Es sieht mir fast lebendig aus. Die Glaskugel. Ah, da haben wir die Scherbe. Was sagt die? Eine Edelfrau, ja. Das gute Stück hat wohl lange niemand mehr angezündet. Ja, dann wird's Zeit, Flexi, Blondie. Da haben wir noch eine Scherbe. Das war jetzt böse. Der Besen. Hier gehört etwas Glas. Wood? Okay. Da ist noch eine Scherbe. Und da ist noch eine Scherbe. So, jetzt fehlt uns der Feenstab und der liegt hier drüben, sehr schön. Natürlich sieht keiner dieser Gegenstände wie ein Schlüssel aus, aber ich glaube, es gibt einen Grund für all diese Glasscherben. Ich kann das kaputte Glas nicht hier platzieren, ich muss es zunächst wieder zusammensetzen. Was sollte das denn bezwecken? Hm. Das führt zu nichts. Was soll ich damit? Ja, hm. Wie soll ich das zusammensetzen? Vielleicht weiß der was. Nee. Anscheinend nicht. Und wo setze ich das zusammen? Wow, was für ein interessanter Mechanismus. Und da kann ich jetzt nicht die Glasscherben rein. Okay. Hätte ja sein können. Mhm. Das führt zu nichts. Aber schade. Okay, gib mir einen Hinweis. Oh, ja, okay. Da hätte man wirklich drauf kommen können. Aber halt mit der Herstellung. Hm. Wer rechnet denn damit, dass man damit das Glas wieder zusammen
flicken kann. Einfaches Glas. Das kann kein einfaches Glas sein. Was?